Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Angeschaut-Video. Heute Billy Bam Bam, Cheeky Puzzler von Frambosa. Wir lösen herausfordernde Rätsel als Würfel mit einem Hintern. Kippend, drückend und pupsend lösen wir uns den Weg durch bunte Level, um unsere Freunde zu retten. Selbst testen könnt ihr das Game auf Steam. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Die Links sind wie immer unten in der Beschreibung. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Angeschaut-Video. Heute Billy Bam Bam, Cheeky Puzzler. Wir gucken rein. Ich bin ja bekanntlichermaßen nicht sonderlich gut in solchen Spielen. Aber sie machen immer wieder Spaß. Bis zum gewissen Punkt, wo ich mich aufregen werde. Aber bis jetzt finde ich die Musik und die Grafik schon mal sehr schön. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, wie sie sich das geplant haben. Das erinnert mich so ein bisschen an Fall Guys. Zu krass. Und der Po kriegt mich. Okay, Billy, you can do this. Time to put on your game face. Game butt. Bist du land butt first on that glowing cube and release my fabulous flatulence to rescue whoever is trapped inside. Fate of Mama and all my friends rest on my cheeks. No pressure, or maybe just a little butt pressure once I'm on that cube. But I don't have time to argue with myself and provide exposition. My friends need me. Let's go fart for freedom. Oh, damn it. Mein hat funktioniert, aber wir haben nicht alle geholt. Ich glaube, ich hätte alle holen können. Maybe. Big Mama, woof woof. Hi Mama, I'm so glad you're okay. Woof woof woof. You wouldn't happen to know where the others are, would you? Sniff sniff. Woof. Woof woo. No, well I guess we'll just have to solve every single puzzle you come across to find them. Let's go. Okay. Wir spielen hier mit der mit dem Controller. Ich spiele nicht mit der Maus. Deswegen kann ich den zweimal benutzen. Eins so. Okay, den haben wir. Jetzt müssen wir zur 3. Irgendwie cool, wie auch geflogen werden. Okay, wir haben da ein Laser-Ding. Wird ja so nicht funktionieren, ne? Okay. Maybe I've passed some gas, I can pass that totem laser, I just need to aim my lovely toot shooter at its eyes. Okay. Nee. So, jetzt kommen wir rüber. Okay.
Ja, die Sache ist jetzt, wir kommen jetzt hier nicht mehr rüber, ne? Jetzt aber. Okay. Das wird komplizierter. Aber noch voll im Machbaren. Man muss ein bisschen überlegen. So, 4 öffnet sich. Wenn wir 5, 6 und so machen. Okay. Da ist ein Block, der 1 hochgeht. Okay, den können wir schieben, also, ja. Ist die Frage. Jetzt können wir ihn da nicht mehr hinschieben. Okay. Also das war halbwegs verständlich zumindest, weil wir den Block da benutzen müssen. Das Level hat uns praktisch gleich die Lösung mit auf die Hand gegeben. Mal gucken. Okay, jetzt haben wir 2 Blöcke hier, die wir schieben müssen. Woher kriegt uns da? Also wir dürfen so nicht lösen. Interesting. Alles stehe ich so ein bisschen auf dem Schlauch. Also wir müssen ihn ja auf jeden Fall so rumpopeln, aber dann müssen wir ihn hier hoch, aber dann kommen wir ja nicht mehr zurück. Wir können ihn auch runterstoßen, aber das bringt mir ja auch nichts. Ist jetzt schon für mich zu kompliziert, sage ich mal. Aber hier können wir keinen großen anderen Start machen. Das Ding ist ja auch, wenn wir jetzt hier rumgehen und dahin gehen. Bringt mir das ja genauso wenig. Weil ich dann da nicht mehr weitergehen darf. Dann komme ich hier aber ja nicht mehr weiter. Gerade echt auf dem Schlauch, muss ich sagen. Wir müssen die Animation gar nicht ausbaden. Auch nur für 1 über, ne? Sonst hätten wir das so halt auch geschafft. Ja, ne, das kriegen wir so auch nicht hin.
Können wir jetzt auch nicht. Doch, können wir. Ah, also wir können die zu zweit verschieben. Jetzt ist nur die Frage, wenn ich da runtergehe. Ups. Dann verschiebe ich den ja nicht. Und er schiebt sich ja komplett durch, so egal was ich mache. Ey, hier bin ich jetzt schon komplett überfragt gerade. Ich hasse sowas, wenn ich so early schon struggle. Okay, aber ich hab's endlich doch mal hingekriegt. Der Struggle war real. Ja. Hasse diese Art von Puzzle aber auch. Muss ich schon zugeben. Okay, der war einfacher tatsächlich. Der war einfacher, den konnte ich mir besser vorstellen. Wenn das Sinn ergibt. Die 7 haben wir auch. Wir können aber auch in die neue Welt. Wir werden gleich mal gucken, aber wenn wir die hinkriegen, dann passt das in etwa für mich. Das muss anders gelöst werden. Einen Block brauchen wir da allerdings auf jeden Fall. So bringt mir das selber auch nichts. Bonuslevel sind krass. Da komme ich halt jetzt auch nicht weiter. Ja, das könnte tatsächlich schon reichen. Und dann haben wir den noch, der sich ja dann davor stellt. Ja. Okay, also zwei Dinger müssen wir wegkriegen. Okay. Wir sind nicht als Po drauf gelandet. No. No way. Das kriegen wir nochmal hin. So, jetzt. Easy, wir hätten auch einfach nur zurückspielen können. Aber okay, cool. Haben wir geschafft. Ja, die haben wir durch. Die haben wir durch. Ja. Groß, ne? Die Welt. Oh. Echt groß. Mal gucken. Neues Aussehen wahrscheinlich. Was wir hier kriegen. Okay, neue Blöcke auch. Wir können jetzt was springen. Jung.
Boink. Magic Mickey. Billy, thank goodness you saved me. I mean, I knew you would, of course. I saw you in the visions. Sailing in one of your magic farts. Sure, you did, Mickey. You mean, Magic Mickey. Physic extraordinaire. Well, if you're so psychic, do you know where the rest of our friends are being imprisoned? Oh, yeah, of course. Sense that they are that way. Or maybe that way? Klar. Die 2 wird wieder härter sein als die 3, aus Gründen. Bonk. Wahrscheinlich so, ne? Ja. Aber jetzt sind die Blöcke ja weg. Wenn ich so rumgehe, dann bringt mir das ja nichts. So, ja, natürlich. Okay, klar. Ja. Wenn ich das Speedfeld benutze, natürlich. Intelligente Idee, ja. Okay, cool. Coole Spielerei in dem Sinne. Okay, wir haben den Kerl hier wieder. Also der kann mich wahrscheinlich nicht aufhalten, nehme ich an. Kann er doch? Okay, krass. Ich habe gedacht, kann er nicht. Hier müssen wir also trotzdem immer so reingehen. Ups. Aber ist kein Problem, kriegen wir hin. Ja, also ich bin gewohnt, normalerweise alle Blöcke immer benutzen zu wollen. Und irgendwie gibt das Bonus und so weiter und so fort. Muss man sich so ein bisschen abgewöhnen hier, weil das hier einfach nicht Fall ist. Aber ist cool. Ja, also wir müssen den Block nach da vorne bringen. Das war easy. Ich finde das immer so hart, wie teilweise für mich zumindest. Das ist ja bei jedem unterschiedlich so ein bisschen, aber wie für mich. I wonder how Mickey's been holding up. Maybe I should check on him? Achso, ist einfach drücken. Billy, Mickey, Magic Me, Big Mama. Woof, woof, abu. Hey, totally. How's it going, Mickey? Ah, oh, Billy, as it was foretold, I saw in a vision that you were going to talk to me today. Yes, and I'm now sensing that you want to ask me about my favorite book. I actually just wanted to say hello. Well, I tell you, I was reading the most interesting book while I was imprisoned. Poem reading 101. Fascinating stuff. It's poem reading. A whole new way to tell the future, Billy. You can answer the big questions of the universe just by looking some lines. Weird. How do you do it? That's the maddening part. I don't know. I've misplaced the book, and I now will never know. Oh, that's. I thought you were psychic. Did you just use your fortune telling to know the ending? No way. Okay, nice. Ich will noch kurz gucken, ob wir die 6 lösen können. Oh mein Gott. Antworten, man.
Oh, Moment. Complicated. Complicated stuff. I'm stuck. Okay, 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 okay. So, wir starten hier am Anfang. Ah. Das hat mich runtergeschossen. Nice, wie denn? So, nee, das kann auch nicht sein. Das ist immer schwer. Also für mich ist es sehr schwer, wenn ich nicht die Vision vor Augen habe. Gerade habe ich so gar keine Vision vor Augen, was ich tun soll. Also... Klar, aber jetzt komme ich hier ja auch nicht weiter. Hast du gerade so bei mir absolut, hä? What should I do? Ich habe ja auch nicht irgendwie die Möglichkeit, einen anderen irgendwo hin zu platzieren. Die sind ja alle irgendwie vernetzt miteinander. Wenn ich hier unten halt einen hätte, der den runterschmeißen könnte, das wäre noch cool, aber kann ich ja nicht. Und das bringt mich ja, oder? Doch, das bringt mich weiter. Dann bis zu einem gewissen Part. Komme ich nämlich hier hin. Dann kann ich den Block hier runtersetzen. Aber das ist jetzt auch nicht richtig in dem Sinne. Jetzt fliege ich ja auch nur dagegen und fall da runter. Aber das ist schon mal der richtige Lösungsansatz. Der richtige Lösungsansatz, glaube ich. Nur die Frage, ob ich den noch irgendwie benutzen muss. Nein, haha. Jedes Mal. Drücke ich den falschen Button. Au, we got it. Ja. Bis sich so das Bild bei mir im Kopf einträgt, dann ist so die Sache, dann geht's. Also, sobald ich ein Bild vor Augen habe, wie was funktionieren kann. Apparently they want 100 other books on this subject. Give to Magic Wiki. Wir können tatsächlich immer noch weiter, krass, aber wir gehen mal kurz zu Magic Wiki. Das ist das letzte, was wir jetzt machen werden in der Demo hier, in dem Video. Hey Mickey, check out this book I found. You found my book? I mean, of course you found my book. I foresaw you doing it in a vision, obviously. Anyway, thank you. With this book, I can finally master the mysterious art of palm reading. And for there, I will answer the biggest question in the universe. Whoa, what kinds of questions? Like, why were cubes put on this planet? Do we have a higher purpose? Do we even need one? Dang, those are big questions. Can palm reading really answer them? I don't know, but I'm going to find out. The first question I need to answer is, what is a palm? I'll let you know how it goes. Ist klar, also jetzt hat er da unten das Buch stehen. Ja, auf jeden Fall, kleine nette Demo. Zu einem ziemlich coolen Game eigentlich. Also bringt das Gehirn so ein bisschen auf Trab, würde ich sagen.
Ich mach's kurz und schmerzlos. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Schaut gerne auf den ganzen anderen Social Media Sachen rein. Die Links auch zum Spiel sind natürlich wie immer unten in der Beschreibung. Schaut was rein und wir hören uns hoffentlich noch auf anderen Quellen. Ciao, ciao!